Wenn der Wecker klingelt, früh am Morgen, denk ich an die Arbeit. Wissenschaftsjahre sind für uns eine gute Möglichkeit der Kommunikation. Dass man aber für den breiten Bereich der gut ausgebildeten Facharbeiter Weiterqualifizierung braucht. Dann gibt es wieder eine neue Revolution in der Arbeit durch die Robotik. Da fällt mir immer ein, wenn ich bei uns im Tiefseelabor stehe und wir am Roboter rumschrauben und wieder irgendwas nicht funktioniert, wie dann alle immer sagen, Roboter nehmen uns unseren Arbeitsplatz weg. Weil es eben auch eine Zeit ist, in der wir erstmal überhaupt lernen, dahin zu kommen, dass sie uns wirklich Arbeit abnehmen und nicht unbedingt mehr Arbeit machen. Es gibt ja beide Seiten. Wie stellen Sie sich Ihre Arbeitswelt vor? Was wird mit Ihrem Arbeitsplatz in der Zukunft? Und ich wäre sehr froh, wenn es uns mit diesem Wissenschaftsjahr auch ein Stück gelingt, nicht die Sorgen kleinzureden, sondern die sind berechtigt, aber auch ein Stück Optimismus und Zuversichtlichkeit bei Bürgerinnen und Bürgern zu erzeugen. Ich freue mich, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, nochmal zu betonen, dass es für den DGB und seine Gewerkschaften wirklich von hohem Wert ist, dass sich das Wissenschaftsjahr 2018 um die Arbeitswelten der Zukunft dreht. Den Wandel vor allem als Chance begreifen und nicht als Bedrohung zu sehen, ist uns in der Vergangenheit sehr, sehr gut bekommen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir hier diese Debatte so weit öffnen, dass wir in die Breite gehen, und glaube, das muss auch bei der Wissenschaft gerade anfangen. Ich habe mich eben gefreut bei Professor Wanka, dass auch die Berufsschule, die duale Berufsausbildung im Fokus stand. Also ich denke, dass wir neben der akademischen Qualifizierung auch die berufliche Qualifizierung sehr im Blick haben müssen und da eben zunehmend auch die Berufsschulen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch mal eine andere Perspektive hat. Oder bin ich der Chauffeur eines automatisierten Fahrzeugs, wenn es mal nicht mehr weiter kann? Und deshalb müssen wir Arbeitsprozesse so gestalten, dass die Menschen das sinngebende Element im Prozess sind. Auch in der Gestaltung von Arbeitssystemen zu wenig gefragt werden, was sie zum Beispiel als lästig empfinden. Das ist technologische Kompetenzen und Geschäftsmodelle. Wenn wir als Menschen auf Arbeit, auf Technik, auf all diese Dinge einwirken und gleichzeitig das zurückwirkt. Eine Gesellschaft, die nur Architekten hat, baut keine Häuser. Und letzten Endes, wir wollen besonders gute Arbeitsplätze haben für all diejenigen, die sich da einbringen und ohne die wir überhaupt nichts tun müssten. Dieses Made in Germany, dieses Wir machen das besser, auch für die Menschen und möglichst für alle, ist ein Ansporn der Arbeit, die wir hier machen.